Muss ich da mal anschauen. Oh, Lich! Feed of the Dead, gain permanent life for every kill up to a cap. Oh, sehr gut. Und sehr intelligent, spricht auch für viele MP, vielleicht. Ich bin schnell und was? Trouble reading things. Ah, ich habe verdrehte Buchstaben, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Confirm. Wir nehmen den. Kann ich meine Tragekapazität erhöhen? Kann ich. Möchte ich bitte gleich zweimal machen. Sehr gut. Vielleicht kann ich jetzt nämlich das Schwert tragen. Kann ich. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und der Rest, das ist mir, glaube ich, egal. So viel Geld haben wir nicht. Und was ist dein Zauber? Wow, das ist cool. Na dann, Kniform. Oder was auch immer da gerade stand. Sehr schön. Das ist cool, wie alles irgendwie verdreht ist. Oder zumindest der größte Teil. Ist das auch verdreht? Oh, das ist ja gut. Wie geil. Okay, gut. Und ich finde es auch schön, wie oben das immer wieder anders dort steht. Klasse. Oh Gott. Oh, ist das krank. Okay, Leute, das ist eine super Kombination. Wir kriegen dauernd Max-Lebenspunkte dazu. Was sehr gut ist, weil wir haben quasi dadurch, dass wir das Schwert dran haben, sehr wenig. Und wir heilen uns dauernd. Um 3. Das ist cool. Geil. Oh, ist das schön. Das Spiel gefällt mir immer mehr. Richtig, richtig fett. Geil. Cool. Ich frage mich, wo das Maximum ist, bei dem wir unsere Lebenspunkte quasi jetzt ansiedeln können. Ja, mach mal dein Ding. Ich möchte das. Jetzt möchte ich definitiv alles besiegen, was mir im Weg steht. Weil jetzt bringt es mir ja richtig viel. Sehr gut. Ein bisschen Geld für uns. Und den sollten wir auch besiegen können. Das war dumm. Aber na gut, vielleicht heilen wir es ja wieder hoch. Au, wenn ich mich nicht treffen lasse, das war dämlich. Nee, da möchte ich nicht lang. Und da unten ist ein Gang für Kleine, der nur nach dort drüben geht. Okay, hat sich erledigt. Defeat all enemies. Das kriege ich jetzt natürlich ohne diesen Zauber, mit diesem Zauber auch nicht hin. Der Archmage ist dann natürlich echt von Vorteil. Oh Gott, was geht denn mit dir? Warum macht denn der jetzt auf einmal so viel? Auf einmal. Oh, Hilfe. Der war beim letzten Mal einfacher zu besiegen. Und wir sind gestorben. Obwohl es natürlich so gut lief. Schade. Was haben wir denn? Noch ein Lich. Der blöde Augen hat. Eine Glatzenfrau mit Hokage. Und Walking Tank. Wir nehmen mal dich. Du hast zwar keine Haare, aber du scheinst dafür gute Werte zu haben. Jo. Weiter. Können wir uns was von dem hier leisten? Oh Gott, die kosten ja auch schon ganz schön viel. Ach nein, das ist blöd. Ich möchte lieber erstmal zweimal springen. Wir können uns nichts davon leisten, soweit ich weiß. Wir geben dir mal wieder das Geld. Das passt eigentlich schon ganz gut. Wir sollten jetzt eigentlich den... Also entweder kriegen wir jetzt das Geld für den Zauber zusammen. Also für... Wie hieß es gleich nochmal? Diese Reflektierrune. Wow, das war gerade ganz viel Glück. Definitiv mehr als Verstand. Mhm. So, wir könnten... Nee, wir müssen versuchen, den Boss zu besiegen. Eigentlich. Weil dadurch, dass wir ja jetzt uns dauernd heilen... Wir haben die Messer als Angriff. Die sind vielleicht jetzt nicht ideal dafür. Also vielleicht ist gut, die sind wirklich alles, aber definitiv nicht ideal dafür. Probieren wir das mit dem Boss. Ich kann es ganz schlecht sagen. Ich meine, irgendwann müssen wir dorthin, aber ich glaube, ich möchte vor allem in erster Linie diesen tollen Axtzauber haben. Nein, bitte. Obwohl, warte mal, jetzt haben wir eh nichts zu verlieren. Ja, easy sum of 25, passt. Machen wir's mal. Nehmen wir mal die. Nothing, you stupid, so stupid. Ja, gut, Idiot. Das war absehbar. Deswegen wollte ich das vorhin nicht machen, wo wir so viel hatten. Wenn man wenig Geld hat, ist das, glaube ich, noch vertretbar. Gut. Oh! Hässlich. Ganz hässlich. Der ganze Raum. So, MP brauchen wir natürlich jetzt nicht mehr, aber na gut. Es ist natürlich wirklich, wenn man viel Geld hat, extrem cool, wenn man dann die richtige Kiste erwischt, quasi, sag ich mal. Aber erwischt die mal. Ich sehe nämlich eher vor mir, dass wir eher alles versemmeln und verhacken, als dass wir irgendwas Sinnvolles bekommen. So, die 11 Gold war mir wichtig. Man weiß ja nie, wann einem nicht mal eine Münze fehlt. Oh!
Mehr Glück als Verstand. Gut, ich besiege trotzdem erstmal alle Gegner, die hier noch sind. Sehr gut. Sehr schön. Ja, na, jetzt im Moment ist der Turm jetzt auch nicht mehr die Herausforderung, die er mal war. Wobei sich das natürlich schnell ändern kann, wenn wir in den Bossraum oder in so einem Raum kommen. Okay. Jetzt sind wir da. Okay. Entering Maya, das möchte ich gar nicht. Wir gehen lieber in den Forest. Und das da ist ein Brunnen. Da können wir uns einmal heilen. Das heilt MP und MP und KP. Das sollten wir uns also aufheben und möglichst merken, dass der dort ist. Weil das kann nämlich auch mal vom Vorteil sein. Der heilt nämlich ein ganzes Stück. Aber wie gesagt, geht halt nur einmal. Ich weiß nicht, ob ich günstig gefallen bin oder nicht. Sehr schön. Das war gut. Und dadurch, dass man die durch den Boden treffen kann, sind die eigentlich gar nicht so eine große Herausforderung. Wenn man das denn trifft. So. Den, sehr gut. Wow. Komm mal her. Gut. Okay, das kriegen wir hin. Sehr gut. Der Knockback ist übrigens sehr seltsam, wenn man einmal drauf hat und gleich in die andere Richtung drückt. Das war Glück. Oh, wow. Also ich meine, ich habe schon damit gerechnet, dass irgendwas da unten wartet. Aber dass es in dem Moment genau beim Schwert ist, das war echt Glück. Ah, sieh an, das war kein Knockback. Das ist brillant. So, und da oben sieht es auch nochmal sehr interessant und spannend aus. Warum werde ich da auch nochmal lang gehen? Oben sind wir hergekommen, gut. Gut, schön, schön. Ach, wir sind wieder im Schloss angekommen. Das heißt, warte mal, stimmt. Ich wollte gerade sagen, wir müssen ja auch nochmal hier zum Bossraum kommen. Das habe ich schon wieder vergessen gehabt. Gut, aber das soll mir jetzt wirklich recht sein. Das ist gut. Das ist richtig, richtig gut. Ja, und das ist mir jetzt egal. Da gehe ich lieber... Oh, was ist denn hier unten noch? Oh, nochmal Wald. Ew. Und was für ein hässliches Gebiet noch obendrein. Aber na gut. Okay. Sehr gut. Schwein gehabt. Wow, 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 wow. Hässlich. Blöd gelandet. Aber na gut, da kann ich nichts dran ändern. Komm mal hoch, du kleiner Schleim. Danke. Sehr gut. Sachte, sachte. Ah. Der kann doch bestimmt springen, der blöde Wolf. Ja, kann er. So, und jetzt bitte noch einmal springen. Sehr gut. Oh, brillant. Okay. Schön. Auch nicht das große Problem. Okay, was haben wir hier drin? Eine Vault Rune. Die hatten wir schon mal. Ist das die, die den Schaden reflektiert hat? Ich weiß es gerade nicht mehr. Müsste ich dann nochmal schauen. Okay, wir ignorieren das. Wir ignorieren nicht das da oben. Oh. Wie gut, dass ich das gerade nicht ignoriert habe. Moment. Vielleicht sollten wir das ja auch nicht ignorieren. Mal ein bisschen Geld, ist okay. So, wenn ich die gerade wieder sehe, erinnere ich mich, dass ich eigentlich zu diesem Boss wollte, um Gottes Willen. Das war gerade blöd. Da rede ich vom Boss und sterb an so einem Monster. Ah, aber ich hab's auch nicht kommen sehen am Anfang. Der erste Treffer war nervig. Aber wieder eigentlich ein guter Run. Okay. MPHP getauscht, Spelunkas mehr Geld. Und ich kann Zauber nicht richtig zaubern, was auch immer das jetzt so genau bei diesem Zauber bedeutet. Und ich weiß nicht, was ich da von einem anderen IBS-Trade habe. Ich habe keine Ahnung, was das so genau ist. 1800 können wir uns nicht leisten, ne? 1050 ist vielleicht drin. Ich glaube, wir machen das mal. Ja. Ach nee, schon wieder was. Spell Thief. Unlock a Spell Thief and become a Martial Mage. Martial Mage? Das klingt interessant. Muss ich dann auch nochmal schauen. So, die Vault Rune. Ach, das ist die Springen. Das verwechsel ich jedes Mal. So, wie sieht denn der Zauber jetzt aus? Sieht doch gut aus. Ich weiß gar nicht, was er hat. Ich habe das dumpfe Gefühl, ich möchte das mal kurz konfirmen. Ich möchte mal kurz den Rest vom Schloss angucken und weitermachen. Ja, danke. Ich furze nicht, ernsthaft. Gut, wir ignorieren das. Wir haben also Blähungen, ja. Das ist also das, was wir nicht kannten.
Wir nehmen mal den. Das ist zwar komplett egal, welchen von den beiden wir jetzt nehmen, aber wir nehmen den. Die Monster sind wieder drin. Okay. Okay, wir machen viel zu wenig Schaden, als dass das in irgendeiner Weise sinnvoll wäre. Oh Gott. Huh. Ich wollte eigentlich nach da unten und irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert, wie ich wollte. Ach, 8 Gold. Warum habe ich den Spelunker genommen? Wir haben doch den Typen angesprochen. Wir kriegen doch eh nicht mehr so viel Geld. Ah, oh, ist das blöd. Na gut, das ist eh ein schlechter Run gerade. Wir haben einen Helden mit irgendwie Blähungen. Kriegen kaum Geld. Gut, das ist ein dummer Run. Oh, und wir machen auch wirklich kaum Schaden. Das ist ganz schön anstrengend gerade. Ah, na gut. Nee, das war ja eine Runde für einen Poppes. Also, das kannst du mal schön verhacken. Nee, wir nehmen was anderes. Muscle Housebreak Stuff. Wir nehmen mal den. Der ist zwar flexibel, aber ich glaube, der ist ganz cool. So, leisten können wir uns eh nichts. Was hast denn du für Zauber? Du hast den, du hast das und du hast das. Wir kriegen MP zurück, wenn wir Gegner besiegen. Wir versuchen bis zum Boss zu kommen. Ich glaube, mit dem Drehschild ist der Boss nämlich auch ziemlich cool. Oder vielleicht auch mit dieser großen Klinge, je nachdem. Muss ich mal gucken. Wir nehmen erstmal den Zauber, weil der erscheint mir jetzt am sinnvollsten. Okay. Puh, ich mag diesen Gegner nicht. Ich mag vor allem Gegner nicht, die in solchen Räumen stecken. Eww. Okay. Das war dumm. Das war so richtig dumm. Warum habe ich das denn gemacht? Aber na gut, das kriegen wir wahrscheinlich wieder hochgeheilt, wenn wir uns gut anstellen. Moment, wir können die eigentlich sogar besiegen. Also so ein paar. Das mache ich jetzt aber nur... Nee, das, bei dem nicht. Das will ich nur machen, um Lebenspunkte aufzuheilen. Hm. Ich traue mich nicht, da oben hochzuspringen. Ich möchte das noch mal. Mm, man springt mit dem zweiten Sprung ja doch ziemlich hoch. Merke ich gerade. Ach, flexibel. Ah, ich vergesse immer alles. Das ist so hässlich. Nervig. Blöd. Da sind wir schon wieder fast tot. Ist das blöd. Ärgern. Oh, nee. Warum jetzt? Kann ich euch ausweichen? Nee, kann ich nicht. Aber der Zauber wäre sonst ziemlich praktisch bei denen gewesen. Aber, Moment, ich glaube, jetzt möchte ich Geld bezahlen, um die besiegen zu können.